Gucken wir mal. Flöp, 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 flöp. Schwarzeichenholz. Okay, er ist hier hochgeschietet. Mann, Ich Mann, Mann. bin immer noch hier unten. Ich habe mir den ganz am Rande, am Jetzt, da Fuße gibt es des noch einen. Berges, Ja, hast du den Glück Weg gehabt. gemacht. Aber hier ist auch Schwarzeichenholz. Tatsächlich. Gott sei Dank. Am Fuße des Berges. Am Fuße des Berges. So. Gekochte Ratte. Einmal bitte dahin. So. Und weiter geht's. Hier sind Hirsche. Hirsche. Ich habe keine Schaufel. Fällt mir gerade auf. Wieso habe ich eigentlich keine Schaufel? Und wieso habe ich gerade mit drei Holz, mit drei Ja, bitte. Erdblöcken meine komplette Spitzhacke kaputt gemacht? Wie geht denn das? Treibt denn so. Ach, da sind tatsächlich Hirsche. Ich habe auch Hirsche gefunden. Ich habe auch Hirsche gefunden. Die machen so lustige Geräusche. Die machen so. Genau. Was Warst gibt's denn du da das oder war unten? das der Hirsch? Einmal kurz war ich es auch, aber. Du hast eine Schlucht gefunden? Ja, aber eine ganz mickrige, wo nichts drin ist. Ja, dann ist ja langweilig. Ich habe, weil ich ein bestimmtes Biom gesucht habe, habe ich mal geguckt, ob es das überhaupt gibt. Und habe gesehen, es gibt ein Lavendelfeld-Biom in diesem Mod. Das ist total geil. Da sind dann nur so Lavendelpflanzen und Jacaranda-Bäume, so lila, ne? Da ist dann die ganze grüne Wiese mit lila Blumen und mit lila Bäumen. Total cool. Der Karanda. So heißen die. Schon gesehen in echt. Kennst du eigentlich Mandeltonka? Nein. Film von Rapunzel? Ich kann dir gerade nicht folgen. Okay. Gibt doch diesen Bio-Dings Rapunzel. Ja, die kenne ich. Okay. Und die haben eine auf also so einen Brotaufstrich. Mit Mandel und Tonka-Bohne zusammen. Sehr, sehr Tonkabohne. lecker. Ja, sehr lecker. Und da haben wir jetzt gesehen, da gibt es auch solche Riegel von mit Ja, Schokolade. verstehe. Voll geil. Vollgeil. Ich esse meistens Smørrebrød. Da ist jetzt wenig Schokolade drin. Da ist wenig Schokolade drin, richtig. Da ist ein Fuchs. Also der Brotaufstrich Smørrebrød, der ist super. Der ist so Paprika, Gemüse, irgendwas, Aufstrich. Ja, da haben wir auch letztens was Der ist sehr lecker, kann ich nur gefunden. empfehlen. Bei Saalfuchs. Dance. Ja, die haben das auch. Den macht noch neuer Dance in Essen auf, ne? Ich glaube in Echt? der Nähe von Hatzhof oder so, aber. Ja, da gibt es ja noch nicht so viel. Da in der Richtung. Würde sich ja anbieten. Damit die auch tatsächlich mal. Aua! So, weißt du noch, wo wir lang müssen? Oh, Kacke. das ist eine Düse. Ich sag noch Aua. Oha! Ich sag's noch und er rennt trotzdem rein. Schön. Ich folge dir blind. Ich weiß. Ich weiß, dass du das tust. Also eigentlich hätten wir gleich genug, oder? Kann man jemals genug haben? Habe ich mir bei der Mauer auch gedacht. Kummer. Alter, Kummer. Komm mal hier hin und guck mal darüber. Cool ist das denn? Ist wohl sehr geil. Echt. Ist da ein Pferd? Ist da. Da ist ein Pferd. Da geht's nach unten. Da geht's nach unten. Wo geht's denn nach unten? Wo geht's denn da nach unten? Von der Nähe. Hier ist eine Schlucht. Da geht's tatsächlich nach unten. Aber mehr auch nicht, ne? Ja, dann ist ja alles nicht so schlimm. Vielleicht der Entdeckungsgeist treibt ihr in eine weitere Höhle. Hier ist eine Höhle, die endet aber nur in einem Lavasee. Da würde ich nicht unbedingt gucken. Hier ist überhaupt ein Lavasee. Alter, was denn da? Ich muss, glaube ich, mal fliegen. Flupp. Haha, ich bin oben. Cool, ey. Coole Wurst. Sieht schon ganz geil aus. Hier ist voll die Ratte, 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 Ratte. Ah, Ratte. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Hör auf, Willst für du mehr. nur wieder deine Ja, benutzten? für mehr gekochte Ratte. Was ist das für ein Biom? Extrem Hilz. Ja, so sieht's aber auch aus.
nach extremen Hills, nach Hollywood Hills. Nee. Oh, hier sind Schneebälle. Ein paar. Vom Wasser abge... Oh, guck mal hier. Ein Pferd. Oh, guck mal da. Sind denn heute Hundis hier? So, Huch. Hier auf dem Berg ist keine... ist eine Ziege. Die hat mich gerade begrüßt mit einem lauten Mäh. Und noch einem. Ich hüpfe gerade mal hoch. Upsala, jetzt bin ich geflogen. Wollte ich gar nicht. Hab ich zu oft gedrückt. Einfach gezapftes Mäh. Was? Hier ist ein Schwein oben auf dem Berg. Ist auch toll. Wie kommt das da hin, frage ich mich. Wie kann das da hinkommen? Hier oben sind Fichteln. Toll, weißt du? Er fliegt direkt hinterher. Ich bin auch hinterher gehüpft. Ich glaube ich dir kein Wort. Da geht's ganz schön runter. Eieiei. Da geht es ganz schön runter. Da ist ganz schön runter. Dir ist übrigens klar, dass wir in die falsche Richtung laufen. Nur mal so nebenbei. Folgt dir nur. Ich weiß, ich wollte ja nur sagen, ich bin noch ein wenig auf Exploration. Ne? Ich will wieder nach Hause. Stell dich so an. Sag mal. Mist, ich habe ein PvP aus. Es wird übrigens gerade ziemlich grau. Du verlierst, dir entfleucht gerade die Farbe aus deinem Gesicht. Oh, das Pferd läuft in die Lava. Nein. Und es brennt. Oh mein Gott, er hat es getötet. Er hatte es getötet. Das sieht nachts auch schon so ziemlich geil aus. Ich mach mal hier ein bisschen Licht, damit ich was sehe. Da hast du nichts von, ich weiß. Aber davon schon. So. Ja. Wild springen, nee, nicht springen. Obwohl? In die Lava, ne? Nee, von der Entfernung her wird's hier aber passen. Auf Plätze, fertig und... Platz. Ich komm dann lieber so. No. Ich bin eine alte Schießbox. Ich bin voll die alte Schießbox. Hier ist ein Wasserstream und den rutsche ich jetzt einfach genüsslich hinunter. Das sind Werwölfe. Das sind Wölfe. Oder Wölfe. Die verfolgen dich. Die verfolgen dich wirklich. Tschüss. Ich bin weg. Der nächste. Ich bin da mal woanders. Ah, die kommen. Die kommen tatsächlich hinter uns her. Weg, 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 weg. Was ist das? Du bist gerade. Hey, der wirft mit Steinen nach mir, der Golem hier, der Scheißer da. Ah! Ja klar macht er das. Komm schnell weg. Nee. Gegen die haben wir so keine Chance. Jetzt rennen. Du sollst nicht gegen die kämpfen, du sollst rennen. Kämpfen? Nicht kämpfen. Gegen die hast du keine Chance. Nicht mit deinem jetzigen Outfit. Wie, du musst kämpfen? Du brauchst die Zähne. Ich weiß, die Zähne. Nein! Oh, Scheiße. Was ist denn hier aber so? Ich höre diese scheiß Pflanzen die ganze Zeit. Ich weiß, wir rennen in die kleinen Pflanzen rein und denken, es ist was anderes. Auf die Klauen des Tigers, Mann, und seine Zähne. So. Um das nochmal zu Ende zu zitieren. So, hier okay. Geht's irgendwie runter. Auf jeden Fall erstmal was essen. Dann tu das. Auch wenn jetzt eine Spinne wieder neben mir ist. Ich hab mir schon was zurechtgelegt. Aua. Was hat mich denn da angegriffen? Ach, so eine blöde. Natürlich. Was soll's auch gewesen sein? Bin ich so eine doofe Pflanze? Wo bist du? Da. I'm right hier unten. Right hier unten. Okay. I'll be right with you. You be right here with me. Ouch, ouch. Ouch, ouch. Wieso ouch, ouch? A Flans. Doch nicht, ouch, ouch. Achso. A Flans. Fleischfressende Plants, Flans. Hier sind ziemlich viele Schafe und Kühe. Und da hinten sind Eisenskelette. Und Sklibberes. Und ein Schleim. Und ein Varan. Alter, was ist hier los? Ich glaube, der sicherste Platz ist tatsächlich im Wasser. Oh, und ein komischer silberner Skelettkrieger. Ja, die meinte ich. Die sollte man nicht, und so. Die sollte man am besten gar nicht. Aber der kommt. Ja, dann komm mit. Da vorne ist das Dorf, das rettende. Das rettende Dorf. Dann sollen sie die Dorfbewohner töten. Und nicht uns. Hab ihn. Hast du ihn auch. Ausgenommen.
Haha. Ich habe ihn voll explodieren lassen. Ich höre die ganze Zeit immer nur so ein Klack. Weil du wieder dann irgendwie so eine fleischfressende Pflanze reingerannt bist. Ja. Ah, schön. Er rennt dafür immer voll rein. Ist das nicht das Dorf, das wir so schön ausgenommen haben? Ja, das ist das Dorf, das wir komplett ausgenommen haben, wo du danach direkt gestorben bist. Dann dir die Höhle dahinter angeguckt hast. Da ist ein Warzenschwein. Oder ist ein Wildschwein? Ich kann es nicht genau sagen. Tschüss. Nein, du nicht. Nein. Ich blocke. Ich blocke dich. Ich blocke dich ab. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwas finden können. Ah! Wildschwein, Hilfe! Wildschweine sind jetzt auch nicht freundlich, nur mal so nebenbei. Sondern so überhaupt nicht freundlich, ehrlich gesagt. Ha, hier sind noch mehr Wildschweine. Ha. Wie kommt man denn in dieses Haus rein? Ah, wer ist er denn? Der wird gerade verhauen. Ist klar, dass wir gerade den verrecken lassen. Ha. Jede Hilfe kam zu spät. Hallo ihr da. Was habt ihr denn zu verkaufen? Oh, wenn ich eine Diamantaxt bringe und ihm 4 Smaragde, kriege ich eine Nemesis der Gliederfüßler. Das kann ich so kacke. Und ich kriege für 15 rohe Hühnchen kriege ich 1 Smaragd. Yeah. Und für 1 Smaragd kann ich gegen 5 Glas tauschen. Das geht auch noch. Sag mal. Hilfe! Hilfe! Es wird ein bisschen dunkel bei dir, oder? Es wird kuschelig. Ah. Nein! Gut, dass es keine Command-Blöcke sind. Mein perfider Plan. Dein perfider Plan, ich sowas von gescheitert. So, wie kommen wir denn jetzt zurück? Ich weiß gar nicht, wo wir lang kamen und wo wir her müssen und so. Eigentlich müssen wir in die Richtung, wo du jetzt gerade läufst. In Richtung Warzenschwein. Oh. Ich würde, ne? Ach so. Und so. Du erinnerst dich? Da war was. Ja. Das war nicht nett. Und das war nicht das Warzenschwein, was nicht so nett war. Und auch nicht dieser Zombie. Lass dir mal das Schwein in Ruhe. Du Mörder. Hat mich angegriffen. Der hat mich krumm angeguckt, ey. Der hat mich voll angeguckt, Alter. Aber sowas von. Geht's hier überhaupt hoch? Ach komm. Geht hoch, ja. Im Zweifelsfall geht's immer. Genau, hinter den Bäumen müsste eigentlich auch schon der Berg kommen wieder, ne? Yep. Da müsste der eigentlich... Da ist noch eine Kobra. Da ist noch ein Creeper. Ein Creeper? Ich habe nur eine Kobra gesehen. Gehört. Creeper nicht. Also da ist ziemlich hell. Da ist ein riesiger Strom Lava. Ja, einfach nur geradeaus. Ein gigantischer Lavastrom. Ich mag ja diese Wälder, die sind super geil. Richtig schön dicht und so. Wie geil auch die Mauer da an dem Wasserfall geworden ist. Mein Gott. Wie wenig übertrieben das da hinten alles ist. Aua. Greif mich denn da an, ach, ein Zombie. Ja, dann geht's ja. Schwimmen wir mal ein wenig unter Wasser. Wir können uns bald mal mit Dingens beschäftigen, mit den Unterwasserdingern, ja. Damit wir mal uns ein... Oha. Oha, oha, oha. 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 Was? 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 Ein Bogenschütze auf einem Skelettpferd. Flieg weg. Ja, tue ich jetzt auch. Ich komme jetzt mal in die Basis geflogen. Flieg ich dir mal hinterher. Weil die schaffe ich nicht. Haha, ich hab euch voll ausgetrickst. Es wird auch gerade hell, das ist gut. Und ich höre schon wieder Vögelchen zwitschern. Ach ja. Ach ja. So, hier komme ich nicht rein. Scheiße. Ich dachte, du hast irgendwo einen Geheimeingang, um auf deinen Dachboden zu kommen. Aber nee, nix hat er. Hat er nicht eingebaut. Nicht eingeplant für solche Zwecke. Nee, hab ich nicht. Will ich so, gestehen. Dann, was brauchen wir denn genau an... Also ich habe jetzt 2 Stacks mit Treppen. Das dürfte erstmal dafür reichen. Vielleicht willst du deine noch behalten für tatsächliche... ja, Blöcke. Stämme, ne? Für Stämme?
für Stämme und für Schwämme. Ich habe die Stämme schon dabei. Ah, da geht die Sonne gerade auf. Nee, die Sonne geht gar nicht auf, oder? Doch, da geht die Sonne auf. Müsste sie. Vor allem, die ist so ein riesiger, gigantischer, jetzt nicht mehr rot leuchtender, sondern einfach nur hell leuchtender Feuerball. Und da ist auch ein Feuerball, aber der ist ein mal lebendig gewesener Feuerball. Ihr seid aber gut hier dabei. Ich habe dich vorgewarnt, vor allem jetzt haben die alle die gleichen Farben. Und kriegen wir irgendwas aus denen raus? Irgendwas, was man damit machen kann? Wird sich irgendwann rausstellen. Kann man mit denen irgendwas machen? Wahrscheinlich nicht. Oh, wir haben ja hier auch die Dinger noch verarbeitet. Ich sehe gerade. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Mach du mal die Treppen, würde ich sagen. Zwei. Warte mal, ich habe hier so ein richtige paar richtige Blöcke habe ich, hab jetzt auch noch welche dabei? Ich habe ein paar. Ja, habe ich. Hab ich. Ich hab. Ich mach schon. Ich kümmere mich drum. Du mach mal die Treppen, please. Einmal bitte die Treppen, please. So. Ist doch alles taco. Alles wunderbar, wunderbar, wunderbar. Es ist so wundervoll. Das heißt, das Einzige, was noch fehlen tut, ist Zauntore. Zauntore und ein Dach über hier den Dingens. Den Heuboden. Ah, ich brauche keine Dingens bauen, keine Treppe. Ich kann ja jetzt den Heuberg nutzen. Den neu erklommenen. Du hast die verbunden, sehe ich gerade. So. Ups, scheiße, runtergefallen. Hatte ich gar nicht vorgehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher aussah. Jetzt habe ich hier voll alles anders. Das ist mal wieder klar. Jetzt ist es genau mittig. Jetzt ist es genau mittig. Hast du nochmal umgebaut? Nur ein bisschen versetzt. Aber die Durchgänge sind... Ach, du hast jetzt auf beiden Seiten Durchgänge. Ah, verstehe. Der ist auch nicht mehr so breit wie vorher, ne? Ja. Aber jetzt enden die Dächer doch gar nicht. Ich wollte das eine doch an das andere Ding dran haben. Ach Mann, ey, du musst immer alles umbauen. Ja, guck mal, wenn du das jetzt noch höher machst, hier die Stämme, dann kannst du das Dach über beide Seiten so noch komplett drüber laufen lassen. Das ein großes Dach. Ich weiß. Dafür brauche ich aber immer noch mehr von diesen Dingern. Warte. Dann bräuchte ich mir Treppen und dann machen wir das Teil genauso wie hier, dann kommen die da raus. Hast du mal ein paar Treppen? Ja. Warte, wie viele sind das? 1, 2, 3 Stück, theoretisch. Achtung, kannst du fangen? Also nicht. Geh du mal erstmal. Ich kann fangen. Gibt's noch mehr? Nee, reicht erstmal. Okay. Reicht gerade im Moment. Ich will mir erstmal nur was ausprobieren. So. Ach, er gibt mir direkt 64, ist klar. Ja, wenn schon, denn schon. Natürlich tut er das. Was wundere ich mich eigentlich? Gut, dann mach du da weiter, dann mach ich bei dem Platz hier weiter. Das ist 1, 2. Und noch ein mehr. If I remember correctly. So. Upsala. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nee, geht nur bis 3. Kein 4. Kein Audi. Plop. Das war falsch. Da muss das Ding direkt hin. So. Schön merkwürdig aus. Da kommt hier noch was drauf. Dann ist das die Höhe. Habe ich das hier auch so? Das scheint auch so zu sein. Wenn du mal in den Genuss von Steintreppen kommen solltest, dann würde ich dir die abkaufen. Kommt auf den Preis an. Kostengünstig. Also so wie wir die jetzt auf dem Dach haben, oder was? Oder was für Steintreppen? Also nicht Stufen, sondern richtige Treppen. Okay. Halt die üblichen Cobblestone-Dinger. So. Ja,
Ja, wenn ich jetzt hier den Platz abgebaut habe, dann ist nothing fancy. The keys. Nothing fancy. Nothing fancy. So. Sieh mal einer an.